Wenn du dieses Video schaust, dann wirst du sehr wahrscheinlich einen Businessplan erstellen wollen oder müssen. Vielleicht um Finanzierungs- oder Fördermittel zu bekommen oder Investoren zu überzeugen, aber vielleicht willst du auch nur deine eigene Zukunft auf ein belastbares, geplantes Fundament stellen. Und wir von der X-Group begleiten jedes Jahr mehrere hundert Unternehmer und Gründer dabei, genau solche Konzepte zu erstellen. Und darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Gründungs- und Unternehmensberater, sondern auch Unternehmer. Das heißt, ich habe über 20 Unternehmen selbst gegründet. Und bei dem ersten habe ich damals auch einen Businessplan geschrieben und der wurde abgelehnt. Heute weiß ich warum. Und du kannst von unseren Erfahrungen heraus profitieren. Denn dein Businessplan soll ja nicht nur für dich Sicherheit geben, sondern dem Leser, der vielleicht über einen Förder- oder Finanzierungsantrag entscheidet, auch alle wesentlichen Informationen mitteilen, ohne dass du dich mit ihm unterhalten kannst. Nach unserer Erfahrung dauert die erste Phase am längsten, nämlich die Recherchephase. Es ist deine Aufgabe, natürlich aufzuklären, wo genau du mit deinem Unternehmen an den Markt herantreten willst. Wer ist deine Zielgruppe? Was ist dein Nutzen? Wie groß ist der Markt? Wer ist dann noch tätig? Die Wettbewerber? Dann gilt es natürlich auch, deinen anvisierten Standort oder deine Positionierung im Internet genau zu definieren. Es ist deine Aufgabe herauszufinden, welche Kosten kommen auf dich zu, was sind die Markteintrittskosten, was sind die Marketingkosten, die Investitionskosten, die laufenden Kosten. Also all das will zunächst einmal recherchiert werden. Das kannst du dich im Speed-Verfahren in 2 Wochen abbilden, das kann aber auch länger dauern. Unsere Erfahrung ist das der größte Zeitfaktor und über den entscheidest du allein. In der zweiten Phase wird die Ertragsmechanik zusammengesetzt. Üblicherweise spricht man hier von einem Finanzplan oder Zahlenteil. Aber tatsächlich geht es darum, abzubilden, wie die Umsätze nicht nur generiert werden, sondern was sie auch kosten. Also welche vorausgehenden Kosten, Investitions- und Markteintrittskosten hast du, Entwicklungskosten, vielleicht muss eine Serienproduktionsstraße entwickelt werden, ein MVP oder Forschung oder Patent und rechtliche Zulassung angemeldet werden. Dann hast du als nächstes laufende Kosten. Du hast aber auch umsatzverbundene Kosten, also variable Kosten. Genauso aber ist entscheidend, ob dann unterm Strich auch ein Gewinn übrig bleibt. Also was sind tatsächlich die Deckungsbeiträge 1, 2 und 3? Das wird genauso ermittelt wie der Liquiditätsbedarf. Denn es ist unwahrscheinlich, dass du gründest und gleich schwarze Zahlen schreibst, sondern in der Regel wird jeder Unternehmer zwischen 1 Monat und 2,5 Jahren erstmal rote Zahlen schreiben, also eine Burn Rate auch einplanen müssen von Betriebsmittelreserven, die im Gesamtkapitalbedarf auch abzubilden sind. Und dieser Gesamtkapitalbedarf, den gilt es natürlich zu finanzieren, und zwar durchgehend bis zum Break-Even, bis letztendlich zur Tragfähigkeit, dass du davon leben kannst und bis zu dem Zeitpunkt, dass der Kapitaldienst tatsächlich auch abgebildet werden kann. Denn der Finanzierungsmittelgeber will in der Regel nicht nur Zinsen, sondern auch sein Kapital zurückbezahlt bekommen. In der dritten Phase geht es darum, den lyrischen Teil abzubilden, den Text. Und häufig meinen die Anfänger, die Newbies, dann auch den Businessplan. Aber der Businessplan, der enthält natürlich alle Bestandteile, die Informationen der Recherche, die meistens in die Anhänge hineinkommen. Genauso aber wie die Ertragsmechanik, den Finanzplan. Nur das Besondere ist nun in der Antragslyrik, dass der gesamte Finanzplan erklärt wird. Denn der Leser, der letztendlich auch entscheidet, mit dem du dich sehr wahrscheinlich nicht unterhalten wirst, also der Banker in der Abteilung Marktfolge, der wird nur den Kommentar in der Lyrik zur Verfügung haben, um deine Zahlen zu verstehen. Also du brauchst eine plausible Kommentierung, also eine klare Erklärung, wie sich alles zusammensetzt, woher du die Zahlen hast. Je nach Adressatenkreis deiner Finanzierungsmittelgeber entscheidet sich jetzt noch, ob du ein Pitch-Deck daraus ableitest, also in 8 bis 12 PowerPoint-Folien oder anderen Medien dein Geschäftskonzept überzeugend plausibel darstellst. Das will natürlich auch getrainiert werden, entweder im Pitch-Training vor Investoren oder auf der anderen Seite im Assessment-Training vor dem Bankgespräch. Das bedeutet, dass zum Beispiel Berater von uns den Banker spielen und dir alle fiesen Fragen stellen, die dich dann tatsächlich auch erwarten. Und du merkst es entscheidend, dass du von Anfang bis zum Ende selbst auch kooperatives Teil der Erstellung bist. Denn letztendlich sitzt du vor den Investoren und vor den Bankern und darfst dort das Konzept verteidigen. Und wenn du jetzt denkst, dass du mit der Ertragsmechanik, also deinem Finanzplan und dem lyrischen Teil und dem Pitch-Deck alles fertig hast, dann irrst du dich. Denn jetzt kommt tatsächlich noch das, was relevant ist dafür, dass dein Antrag überhaupt bearbeitet wird.
nämlich die richtigen Anträge und vor allen Dingen eine vollständige Checkliste Anhang. Die erste Person bei den Förderinstituten, bei den Haus- und Geschäftsbanken ist immer ein Häkchenmacher. Und der will feststellen und hat die Aufgabe festzustellen, ob alles tatsächlich vollständig ist. Fehlt etwas, kriegst du die Anlagen mit einem freundlichen Brief zurück und verlierst Zeit. 2, 4 oder 6 Wochen, bis du dann tatsächlich zum Beispiel die Bescheinigung vom Finanzamt beschafft hast, wo das Finanzamt schreibt, dass du keine offenen Steuerschulden hast. Das dauert natürlich und verzögert deinen gesamten Antragsprozess. Wir von der X-Group mit unserem Team beraten dir bundesweit mehrere hundert Gründer pro Jahr, dabei diesen Prozess zu gehen. Und wir empfehlen tatsächlich, mit dieser Checkliste Anhang zu starten. Denn einige dieser Punkte, die es zu beschaffen gilt, dauern Wochen bis Monate. Und der beste Zeitpunkt ist schon am Anfang, diese Sachen zu beantragen. Und wenn du diese Fehler nicht machen willst, die hier alle auf diesem Weg lauern und zweitens von unseren Mustern, Templates und Erfahrungen profitieren willst, dann lade ich dich ein, jetzt Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater sind seit fast 20 Jahren am Markt und wissen genau, worauf es ankommt, welche Fehler geschehen können, wie die Checklisten aussehen und welche Vorlage oder welche Form des Businessplans tatsächlich am besten für deinen Zweck geeignet ist. Deshalb lade ich dich jetzt ein, das Video nicht nur zu liken, den Kanal zu abonnieren, sondern auch die Glocke zu betätigen, denn sonst wirst du nicht informiert beim nächsten Video dieser Art. Und gerne mache jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Dann können wir prüfen, wie und ob und wie schnell wir dir helfen können und was der beste Weg auch für dich ist, dein Gründungsprojekt oder Wachstumsprojekt oder Unternehmenskaufsprojekt tatsächlich auch abzubilden, sodass du die Finanzierungsmittel bekommst, die du brauchst, um zu starten. Ich wünsche dir nun viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.